Die Megacity Bombay wacht morgens auf und hat zuerst nur einen Gedanken: Wasser. Eine Stunde, maximal anderthalb, pumpen die Stadtwerke Trinkwasser durch die Leitung. So lange können in den reicheren Vierteln die Tanks volllaufen. In den Slum-Gegenden wie hier in Govandi wird von Hand geschöpft. Bombays Rohrsystem ist uralt, brüchig. Millionen leben von dem, was die Lecks im Leitungssystem hergeben. Alle hier haben keinen eigenen Wasseranschluss, könnten ihn kaum bezahlen. Eine Stunde habe ich hier gewartet, meint Lakshmi. Sie weiß, dass sie dieses abgezapfte Wasser höchstens zum Waschen nehmen sollte. Im Viertel kann man sauberes Wasser kaufen, aber das ist mir zu teuer. Wasser unter Bewachung. Ein Schutzdienst patrouilliert auf den oberirdischen Zubringerrohren, aus denen die 20-Millionen-Metropole Bombay versorgt wird. Eine Nachbarschaftspumpe, die das Trinkwasser der Stadtwerke bringt. Eine Stunde fließt es in den zugehörigen Tank, dann ist kein Druck mehr auf den Leitungen. Die Infrastruktur der Megacities zu erhalten, zu organisieren, ist ein Kraftakt. Fast unmöglich, wo aus ungeregelten Slums längst ordentliche Stadtteile geworden sind. Halb Bombay sieht so aus. Früher hatte hier niemand Wasser in der Hütte oder im Haus. Jetzt haben wenigstens einige ihre eigene Leitung, die bezahlen können. Nachbarn ohne Wasserleitung stehen an beim Nachbarn mit Wasserleitung. Es ist eine Art Wassertankstelle. Wer Krug oder Topf füllen will, zahlt dafür. Auch wenn der Mann, der es verkauft, sich ein bisschen schämt, uns das so offen einzugestehen. Ich mache hier soziale Arbeit, sagt er. Ja, so kann man das nennen. Geh weg, du hast schon genug. Warum schicken sie sie weg? Es ist schwierig, die Leute kommen her und betteln regelrecht um Wasser. In Wahrheit will keiner, dass wir sehen, wie die Rupien den Besitzer wechseln. Manche Kunden zahlen wöchentlich. Wasser ist ein Geschäft. Eine der besten Verdienstmöglichkeiten in der Stadt. Wassertanks für die Arbeiter, die die schöner Wohnenviertel Bombays bauen. Wasserversorgung ist in der größten Stadt Indiens weniger eine Frage der Knappheit, eher ein Problem der sozialen Verteilung. Ein von schmutzigem Grundwasser kontaminierter Trinkwasserspeicher. Der Inhalt wird abgepumpt und privat verkauft. Hunderte solcher Tankwagen fahren durch Bombay, liefern Wasser für Baustellen oder zum Rasensprengen. Der Wasserhandel ist in den Händen einer Mafia, die mit den Versorgungslücken gut leben und verdienen kann. Eine Baustelle, um die Lücken zu schließen. Andere arbeiten nämlich ein ganzes Leben dafür, dass Wasser ohne Zwischenhändler fließen kann. Herr Shah war früher oberster Wasseringenieur der Stadt Bombay. This was my planning. Das hier war mein Plan. Ein neues Tunnelsystem in 80 Metern Tiefe, das Bombays Frischwasserversorgung sichern soll. Bombay bezieht seinen Nachschub aus weit entfernten Flüssen und Seen. Die Brunnen der Stadt sind erschöpft. Und das letzte Grundwasser mischt sich zu sehr mit dem Salzwasser des nahen Meeres. Der Tunnel durch den harten Fels soll Trinkwasser ohne Einsickerung anliefern. Bis 2021 wird Bombay noch Wasser genug haben. Wenn die Stadt aber bis dahin um die vorausgesagten 4 Millionen Menschen wächst, dann ist anschließend nichts mehr da. Dann haben wir ein echtes Problem.
Dann würde auch das neue Tunnelsystem nicht mehr viel helfen. Die Stadt hätte die Umgebung mit entwässert. 240 Liter pro Kopf und Tag verbraucht man in Bombays besseren Vierteln, 100 Liter sogar in den Slums. Das muss sich ändern. Sonst kommt der Tag, wo uns nur bleibt, alle Abwässer zu Trinkwasser zu recyceln. Bis 2030 werden 590 Millionen Inder in Städten leben, in denen nach den schlimmsten Prognosen die Wasservorräte aufgebraucht werden, das Wasser stinkend durch die Straßen fließen und der Müll sich überall türmen würde. In Bombay lief die Infrastrukturplanung dem schnellen Wachstum bisher immer hinterher. Nehmen Sie zum Beispiel das Kanalisationssystem. Das ist nicht mal in die Nähe der Slums gelegt worden, weil alle gedacht haben, dass die sowieso bald geräumt sein werden. Und dass man deswegen dort auch nicht zu investieren braucht. Sehen Sie sich das gesamte Infrastrukturdefizit an. Wasser, Abwasser, Elektrizität. Es ist gerade mal für die Hälfte der Bevölkerung hier geplant und umgesetzt worden. Even electricity until very recently. It's only designed for 50% of the city's population. Slums und bessere Viertel grenzen aneinander. Die Slums sind elend, aber sie bieten auch Arbeitsplätze. Ein großer Teil der Leistung dieser Stadt wird hier erwirtschaftet. Gerechtere Verteilung in unseren Riesenstädten ist die größte Herausforderung für die Planung. Die Situation ist wie eine Bombe, die jederzeit hochgeht. Da ist tiefe soziale Unzufriedenheit. Von den Slums hat man bisher immer gedacht, sie versorgen sich selbst. Aber die Leute macht zornig, nicht zu bekommen, was sie brauchen. Das ist ungefähr so gefährlich, wie eines Tages tatsächlich kein Wasser mehr zu haben. Bombay ist mit seinem Wasserproblem nicht allein. 46% aller Menschen auf der Erde haben laut Statistik keine Rohrleitung, die das Wasser bis in ihr Haus bringt. In Schwellenländern laufen die Wasserbeauftragten der Familie, eher die Frauen, im Durchschnitt 5,5 Kilometer am Tag für den Transport. In 15 Jahren werden 1,8 Milliarden Menschen auf der Welt in Gegenden leben, wo Wasser knapp geworden ist. Und Hygiene ein Luxus. Der Govandi-Slum von Bombay als Studienobjekt für ein Seminar der deutschen GTZ, des Akademischen Austauschdienstes und des indischen Tata-Instituts. Für Architekten und Städteplaner sind die aus allen Nähten platzenden Megastädte die größte Herausforderung. Bombay Govandi gilt in der Kategorie Slum als besseres Wohnquartier. Ein Wasseranschluss auf 1000 Menschen. Und die öffentliche Vorzeigetoilette ist Teil eines von der Weltbank bezahlten Selbsthilfeprojektes. Der kleine Freiraum vor dem Gebäude dient als Versickerungsfläche für Regenwasser. Die öffentliche Bedürfnisanstalt wird aus einem Tank gespeist, der in der Regenzeit auch das Wasser von den Dächern auffängt. Ein Architekt aus Deutschland und ein Stadtplaner aus Indien bei der gemeinsamen Recherche. Hier, der Obmann sagt, dass er pauschal 15 Rupien nimmt pro Familie, pro Monat. Nur mancher spart sich das Geld. Mancher findet irgendwo einen freien Flecken und geht dann natürlich lieber dahin, als Geld für die Toilette zu bezahlen. Ein besseres Leben im Slum erreicht man nicht nur mit Toiletten, die man hineinstellt. Für Sauberkeit und urbane Ordnung müssen die Gewohnheiten der Menschen berücksichtigt und beeinflusst werden, lernen die Feldforscher in Govandi, dem Slum-Vorzeigeviertel. So sehen nicht alle Slums aus. Tatsache ist, dass in Slums, die nicht reguliert sind, die also nicht in der Statistik der Stadt auftauchen, dass diese Slums praktisch kein Wasser haben, dass es da auch keine Möglichkeiten gibt, zur Toilette zu gehen. Wir filmen an einem Ort mit funktionierenden Sanitäreinrichtungen, wo man sich in Ruhe Gedanken machen kann.
Das von der Firma Tata bezahlte Institut für Sozialforschung lässt junge Städteplaner aus aller Welt ihre Erkenntnisse auswerten. Wie bekommt man Probleme in den Griff, die den Kommunen längst über den Kopf wachsen? Geplant wird eigentlich in Bombay schon nur zum Teil. Wir müssen sehen, dass natürlich gerade angesichts dieser enormen Dynamik der Entwicklung viele Teile der Stadt gar nicht in unserem Sinne vorausschauend geplant werden können, sondern wir sprechen eigentlich mehr davon, dass weite Teile der Stadt durch Selbstorganisation quasi durch die Akteure selber geplant und besser gestaltet werden. Ich würde Planung eher durch Gestaltung ersetzen. Was wir herausgefunden haben, ist, dass ein Slum-Haushalt mit der vorsichtigeren Nutzung von Wasser letztlich effizienter ist als andere Haushalte. Er verbraucht 40 bis 50 Liter Trinkwasser weniger. Alles, wozu man Wasser braucht, wird schneller erledigt, möglichst solange morgens noch Druck auf der Leitung ist. Die Armen sind viel besser im Wassermanagement. Es wird enger, jeder einzelne Tropfen Wasser immer wertvoller. Sparen, wo es geht. Der pensionierte Bombayer Cartoonist Abid Surti, flankiert von einem Klempner. Und immer ist auch eine Frau als Begleiterin dabei, damit die Gruppe Zugang zu den Wohnungen bekommt. Dürfen wir reinkommen, fragt Abid. Er hat sich vorher schon mit Flugblättern im Briefkasten angekündigt. Der Service ist kostenlos, sagt er. Denkt dran, die Hausnummer aufzuschreiben. Abid und sein Klempner sind da, um tropfende Wasserhähne zu reparieren. Abid hatte irgendwo gelesen, dass ein tropfender Wasserhahn tausende Liter Trinkwasser verschwendet. Sie können ruhig sagen, dass das meine Religion geworden ist. Sehen Sie, ich bin Muslim. Wir beten fünfmal am Tag. Ich verbringe diese Zeit damit, etwas gegen tropfende Wasserhähne zu tun. Das ist mein Gebet, meine Religion. So erkläre ich das, wenn jemand fragt. Wenn man fünfmal am Tag betet, macht man Gott eine Freude. Und ich mache Gott und die Menschen hiermit auch glücklich. His people, also I'm making them also happy. Abids Klempner-Service ist kostenlos. Früher hat man Wasser nicht so einfach bekommen. Man musste zum Fluss gehen und es herbeischleppen. Da hat man den Wert des Wassers ganz anders begriffen als heute, wo es aus dem Hahn kommt. So at that time people knew the value of water. Abid bezahlt den Klempner und nennt sich selbst eine Ein-Mann-Hilfsorganisation. Er lässt die Wasserhähne reparieren und gibt dafür seine Ersparnisse aus. Jedes Wochenende ist Abid unterwegs. Über 3000 Wohnungen in Bombay hat er schon besucht. Und die Wohnungsbesitzer, sie können gar nicht glauben, dass sie für den Handwerkerdienst nicht bezahlen müssen. Das ist gut, was Sie da machen. Ich bemühe mich ja auch am Arbeitsplatz zu sparen, da wird viel zu viel verschwendet. Was arbeiten Sie denn? Ich bin bei einem Börsenmakler beschäftigt. Und die verschwenden Wasser? Ja, das Wasser läuft einfach so raus. Bewusstseinsbildung. Abids kostenloser Klempnerdienst trägt den Namen Drop Dead. Ein Wortspiel. Frei übersetzt heißt es Tropfentod. Vom Dach aus sieht man den Wassertank für die gesamte Nachbarschaft. Aber er wird nie mehr volllaufen. Nur eine Stunde Wasserlieferung am Tag für immer mehr und noch mehr Menschen. Da wird jeder verfügbare Tropfen praktisch sofort verbraucht. Und wie hier in Bombay, teuerst gehandelt.